Es ist der wohl größte Unfall in der Geschichte der Atomenergie. Am 26.04.1986 explodierte in Tschernobyl, Ukraine, ein Atomkraftwerk. Die Folgen und der Schaden waren riesig. Doch was ist passiert? Alles begann am 25.04.1986 bei einem simulierten Stromausfall. Es sollte bewiesen werden, dass das Kraftwerk auch ohne Strom von außen selbst genügend Energie produzieren kann. Für das Experiment muss die Leistung des Reaktors heruntergefahren werden. Nach einem großen Strombedarf aus dem Nachbarort Kiew wurde das Experiment um 9 Stunden verschoben und die Leistung des Reaktors um 50% heruntergefahren. Das Notkühlsystem wurde ausgeschaltet und das Experiment erst am nächsten Tag weitergeführt. Letztendlich war das Ziel des Experiments, die Leistung des Reaktors ohne Strom auf 20% herunterzufahren. Diese 20% waren die Minimalleistung des Reaktortyps und durften nicht unterschritten werden, denn sonst würde der Reaktor außer Kontrolle geraten. Kurz vor der Explosion war der Reaktor aufgrund fehlender Steuerstäbe auf dem instabilsten Zustand. Doch was passierte dann im Kern des Kraftwerks? Im Inneren des Kraftwerks befindet sich ein Atomkern. Die Kernbausteine des Atomkerns sind Proton und Neutron. Die Hülle des Kerns besteht aus Elektronen. Weil die Minimalleistung des Reaktors unterschritten wurde, hatte sich der Kern gespalten. Die Energie im Kern wurde freigesetzt. Der Kern explodierte und verstrahlte alles. Und wie wurde es entdeckt? Am Morgen des 28.04.1986 wurde in einem schwedischen Kernkraftwerk Radioaktivität gemessen. Nachdem klar war, dass die verstrahlte Luft nicht vom eigenen Kraftwerk kam, wurden östlich liegende Atomkraftwerke verdächtigt, einen schweren Störungsfall verursacht zu haben. Kurz darauf wurde alles untersucht und der Unfall in Tschernobyl festgestellt. Erst am 29.04., also 3 Tage später, wurde über das Geschehen in den Nachrichten berichtet. Doch leider war es schon da für viele Menschen zu spät. Wie sieht es heute aus? Jeden Tag reisen bis zu 3000 Arbeiter in die Sperrzone, um dort an dem Bau der neuen Schutzhülle mitzuwirken, radioaktiven Müll zu entsorgen oder die Infrastruktur aufzubauen. Neben dem Bau der neuen Schutzhülle arbeiten hunderte Menschen daran, 100.000 Kubikmeter radioaktiven Müll zu bergen und zur Beseitigung in Richtung Atomkraftwerk zu befördern. Neben der Automüllbergung und dem Bau der neuen Schutzhülle hat man eine große Chance, viele Touristen zu treffen. Trotz der schrecklichen Vergangenheit lassen es sich jährlich tausende Abenteuerlustige und Interessierte nicht nehmen, die Zone zu bereisen. Mit entsprechenden Genehmigungen ist es möglich, die Zone zu erkunden und dem Atomkraftwerk und dessen Schutzhülle auch die Nachbarstadt Pripyat zu besuchen und beeindruckende Fotos zu machen. In Pripyat gibt es auch sogenannte Einsiedler, die dort auf eigener Gefahr leben. Was passiert bei Verstrahlung? Nach der großen Explosion wurde alles verstrahlt. Weil man Radioaktivität nur messen und nicht sehen kann, waren Bewohner von Tschernobyl und Nachbarorten unbewusst verstrahlt oder sogar nach einigen Stunden tot. Wenn man verstrahlt ist, ist es sicher zu sterben, nur ohne zu wissen, wann genau. Die Strahlen können den Körper je nach Dosis unterschiedlich schädigen. Die ersten Symptome nach der Verstrahlung sind Übelkeit, Schwäche oder Krankheitsgefühl, Erbrechen oder Appetitlosigkeit. Doch einige Wochen danach geht es dem Patienten wieder besser, bis Blutungen, Durchfall oder Fieber auftreten. Je nach Strahldosis kann sich der Betroffene dann erstmal erholen oder an einer folgenden Hirnschwellung sterben.